Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator. Heute sind wir auf dem Acker aktiv mit dem Fendt 942 Vario Doppelbereifung. Und hier sind wir jetzt, wie ihr vielleicht schon seht, am Grubbern. Ja, und das machen wir jetzt ein bisschen. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal mitteilen, ob ich mehr solcher Videos, also wenn ich Videos machen soll, ob die dann über Farming Simulator sich drehen sollen. Also wenn Farming Simulator, dann schreibt mir in die Kommentare ein Emoji mit dem Traktor, und wenn was anderes, dann schickt mir eine Glühbirne. Ja? Vielen Dank. So, eine Reihe ist fertig und drin nächste. Könnt ihr überhaupt was sehen? Ich stelle es mal kurz anders. So, das ist doch richtig. Ach so, wir arbeiten hier mit einem Grubber von Grimme. Grimme macht aber hauptsächlich so Saatmaschinen. Eigentlich macht Grimme keine, wie heißt es, Grubber. Aber ein Modell hat Grimme rausgebracht, und das ist halt der hier. Ich kann euch noch was über den Fendt, also über den Traktor erzählen. Wie gesagt, das ist der Fendt 942 Vario mit Doppelbereifung, und der hat 860 PS, 239 Kubikmeter, verbrennt 16 Liter auf, weiß ich nicht was. Hier, der ist komfortabel, wenn du so auf festem Boden ackerst, oder ja, mehr kann ich eigentlich nicht zu diesem Gerät erklären. Aber was ihr noch wissen könntet, ist, dass ich ein absoluter Traktor-Fan bin. Also ich, jetzt nicht nur, weil ich das Spiel zocke oder was, denke ich, dass ich Traktor-Fan bin, sondern einfach, Traktoren sind geil. Und vor allem nur ohne Traktoren, wenn, hätten wir ja nichts auf dem Teller, ne? Die Landwirtschaft ist ja das, warum wir erstmal überhaupt Essen auf dem Teller haben. Die machen ja quasi unser Essen. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also wenn hier das jemand, ein Landwirt oder so mithört, sich anhört, dann einen großen Lob an euch, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingstraktor ist. Also meiner ist der, ich habe zwei, und zwar nämlich der Klaas Xerion. 5000 ist das. Und der Fendt 1050 Vario. Das sind meine Lieblingstraktoren.
Mähdrescher sind meine Lieblings, der Class Lexion 8900. Und auf Nummer 2 ist der neue New Holland CR11. Jetzt bin ich mal kurz ein bisschen ruhig, damit wir hier ein bisschen ackern können. Aber was ich auch mal mit euch machen könnte. Wartet mal kurz. Nee. Rüber. 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 Nein. Da. Sorry. Musste gerade in den Einstellungen ein bisschen was machen. Alexa, erzähl mir was über den 1050 Vario Fendt. Guten Abend, Stefanie. Übersetzt von mostexpensively.com. Der 1050 Fendt Vario wird von einem 6-Zylinder-Dieselmotor angetrieben, der beeindruckende 1050 PS leistet. Ist doch mal was, ne? Auf jeden Fall, was ich auch noch sagen kann, hier, wie heißt es? Ich bin jetzt dabei, Führerschein zu machen, also Autoführerschein. Und dann kriegst du ja, wenn du den hast, Klasse L auch mit Geschenk quasi. Und mit L kannst du ja Kleintraktoren fahren. Ich habe nächstes Jahr im Sommer, 28.06.24, meinen Schulabschluss und ich habe letztens auch hier auf YouTube auch so ein Video gesehen, da ist eine Abschlussklasse mit Traktoren zum letzten Schultag in die Schule gekommen und ich überlege das vielleicht auch zu machen. Wäre das nicht geil? Und wenn, wie gesagt, wenn euch dieses Video gefällt, lasst gerne ein Like da, aktiviert die Glocke. Und ja, also es ist kein Muss, aber ich würde mich freuen. Danke. Jetzt machen wir noch eine Reihe und dann ist gut. Somewhere, so no, I can. It's so cold and I don't know where. I both pretend it's a pretty street, but they don't find another spring. Oh, another love, oh, my tears have been used up.
So, und damit soll es für heute auch erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.